Vor einiger Zeit habe ich in einem Video das Grundgerät des Cosmos Computersystems vorgestellt, den CP1, und dabei auch sehr bedauert, dass ich die weiteren Module noch nicht gesehen habe und sie deshalb auch nicht ausprobieren konnte. Das Video dazu habe ich rechts oben verlinkt. Nun hat aber ein guter Freund aus alten Zeiten mir seine Zusammenstellung der Module leihweise zur Verfügung gestellt. Es ist das Kassettenmodul CP2, das Speichermodul CP3 und das Ein- und Ausgabe-Universal-Interface CP5. Und von anderer Seite kam noch das Relaismodul CP4 dazu. Mein guter Freund hat das System ja schon zusammengebaut geliefert, ich werde es aber je nach Bedarf wieder auftrennen. Das erleichtert mir dann die Arbeit mit den Modulen. Die Stromversorgung der Anordnung geschieht über ein 12 Volt 1 Ampere Wechselspannungsnetzteil am linken hinteren Rand. Das System würde auch mit einem 1 Ampere starken Gleichspannungsnetzteil gut funktionieren. Dabei ist es egal, wie man den Plus- oder den Minuspol anschließt. Beim Einschalten des Systems sollte auf dem Display die Zeichenfolge P.2:000 erscheinen. Dann geht es los mit den zusätzlichen Modulen. CP2, das Kassettenmodul, CP3, die Speichererweiterung, CP4, das Relaismodul und noch CP5, das Ein- und Ausgabe-Universal-Interface. Die Reihenfolge, in der ich die Module bespreche, weicht etwas von der von Cosmos angegebenen Folge ab, bei der das Kassetteninterface immer das letzte in der Reihe ist. Es gibt aber auch selbst von Cosmos andere abweichende Angaben. Mein erstes Modul ist die Speichererweiterung CP3. Sie liefert über einen 81/55 Speicherchip 128 Bytes mehr Speicherplatz. Damit erstreckt sich der Speicherbereich nun von 0 bis 255. Das Modul enthält noch die Bearbeitung meines Freundes, der hier die neuen Ports angegeben hat. Im Innern des Moduls sieht man nur das IC8155, ein paar Elkos und einige Dioden. Und das Ganze sieht recht übersichtlich aus. Angeschlossen wird das Modul über alle Klemmen mit Ausnahme von Port 2 mit den Kontaktbügeln. Durch eine besondere Schaltung stellt die Speichererweiterung auch noch drei zusätzliche Ports zur Verfügung. Port 3, Port 4 und Port 5. Davon ist der Port 3 ein reiner Eingabeport. P4 ist ein reiner Ausgabeport. Bleibt als Besonderheit noch der Ausgabeport P5. Dieser besitzt jedoch nur 6 Klemmen, ist also nicht ein Byte breit und kann daher nur Zahlen bis Dezimal 63 oder binär 111111 ausgeben. Beim Einschalten des Computers wird getestet, ob eine Speichererweiterung angeschlossen ist.
Ich habe also eingeschaltet und es scheint wohl alles in Ordnung zu sein. Testen kann man das auch, wenn bei der Eingabe von 255 out auf den letzten Speicherplatz gewechselt wird und man dann keine Fehlermeldung erhält. Der aufmerksame Beobachter wird bemerkt haben, dass ich das Speichermodul ausgetauscht habe. Meine erste Version der Speichererweiterung hatte nicht so richtig gearbeitet und so habe ich einen Wechsel vollzogen. Nun aber zur Eingabe des Testprogramms. Dieses wird die Speicherzellen ab der Adresse 006 mit ihrer eigenen Adressnummer füllen. Nach der Eingabe startet man das Programm mit 000, PC und RAN. Es wird eine Fehlermeldung 6 ausgegeben, was aber vollkommen richtig ist. Das Programm hat seine Aufgabe erfüllt. Und das können wir testen, indem wir eine Speicherzelle eingeben. Zum Beispiel 006 out oder 007 out. Es wird dann jeweils die entsprechende Speichernummer ausgegeben. Auch bei der Eingabe von 220 out oder auch 255 out sollte das noch funktionieren. Diese Speichererweiterung ist also in Ordnung und kann eingesetzt werden. Bei dem Modul CB5 handelt es sich um das Ein- und Ausgabe-Universal-Interface. Was man da nun auf den ersten Blick sieht, sind 8 rote LEDs und 8 Schalter auf der rechten Seite. Im Innern ist da auch nicht viel zu sehen. Auf der Platine dann wieder die gleichen Bauteile, LEDs und Schalter. Und ein paar weitere Elektronikteile, wie zum Beispiel die Treibertransistoren. Angebaut wird das Universal-Interface bei meiner Speichererweiterung an die Ports 1 und 4, sowie wird die Stromversorgung umgehängt. Etwas schlechte Erfahrung habe ich mit den Kontakten und Kontaktschälen gemacht. Diese sollten sauber sein und beim Festschrauben ist auf eine gute Befestigung zu achten. Beim ersten Einschalten des Computers leuchten alle LEDs auf, da vom Computer eine logische 1 an alle Ausgänge geschickt wird. Ausschalten kann man die Leuchtdiode mit dem Befehl P4A, also 23.000, dann Input und dann Step, bei meiner Version mit der Speichererweiterung. Bei der Grundversion wird der Port 2 benutzt, also Befehl P2A. Nun gebe ich wieder ein Testprogramm ein, das einen Leuchtpunkt von links nach rechts wandern lässt. Die Geschwindigkeit kann ich mit einem VZG-Befehl, das ist eine Verzögerung um Millisekunden, in der Speicherzelle 006 variieren. Also trage ich die Codezeilen einmal ein. Und kontrolliere noch einmal meine Eingaben. Ich starte nun mit 01 PC ran und der Leuchtpunkt rennt los. Durch Änderungen der Werte in der Speicherzelle 006 ändere ich auch die Geschwindigkeit des Leuchtpunktes. Nun gebe ich noch ein paar Zeilen ein, mit denen ich auch die Schalter testen kann. Jeder Schalter ist mit einer LED verbunden, die ich so ein- oder ausschalten kann.
Ich schalte nun die LED-Reihe wieder aus und erhalte die entsprechenden Dezimalzahlen auf der Anzeige. In der kleinen Anleitung sind noch weitere Beispiele angegeben, die man durcharbeiten sollte. So auch der Einsatz als Transistorverstärkerausgänge. Wir alten Retroarbeiter kennen das noch. Mit oft unzulänglichen Mitteln haben wir versucht, Programme auf den Computer zu laden oder auch zu speichern. Und so war es auch in den 80er Jahren bei der Cosmos Computer Praxis CP1. Schon als zweites Modul der Erweiterungen wurde ein Kassetteninterface auf den Markt gebracht. In der sehr guten Beschreibung des Kassetteninterfaces wird ausführlich über das Aufzeichnungsverfahren berichtet. Für den technisch Interessierten ist lesenswert, wie zum Beispiel die einzelnen Bits bearbeitet werden. Auch hat man sich Überlegungen gemacht, welche Prioritäten man bei der Aufnahme und Wiedergabe der Kassetten einhalten will. Bei Cosmos hört sich das dann so an. Wir haben uns für eine Kombination aus zwei bewährten Verfahren entschieden, wobei wir selbstverständlich der Übertragungssicherheit und nicht der Geschwindigkeit den Vorzug gegeben haben. Stellen wir also das Modul CB2 einmal vor. Auf der Oberseite sieht man von rechts nach links einen Schiebeschalter, der Leitungen 7 und 8 schaltet. Daneben dann ist die 5-polige DIN-Buchse für das Datenkabel. Und dann rechts eine Leuchtdiode, die bei der Datenübertragung mitleuchtet. Auf den beiden Seiten im Innern ist dann der elektronische Aufbau zu sehen. Und davon ist auf der Oberseite ein Loch wichtig, durch das man einen Potty auf der anderen Seite regeln kann zur Beeinflussung des Datensignals von und zum Kassettenrekorder. Auffällig ist dann noch auf der anderen Seite eine kleine Stützröhre, die den Halt und die Bedienung der DIN-Buchse erleichtert. Und natürlich braucht es noch einen Rekorder. Sonst wäre das ganze Interface wohl unnötig. Mein Gerät ist nun schon auch einige Jahre alt und funktioniert in den meisten Fällen beim Test mit meinen Retro-Computern. Zum Aufbau werden die 8 Leitungen am Port 1 verbunden. Die Spannungsleitungen werden durchgeführt und der 5-Volt-Ausgang angeschlossen. Ich schließe nun ein 5-poliges Überspielkabel am Kassetteninterface und am Tape-Recorder an. Die beiden Schiebeschalter auf dem Universal-Interface müssen auf Logisch 1 stehen, also vom Computer weg. Auf dem CP1 trage ich ein kleines Programm ein, in meinem Fall die Routine für das Lauflicht auf der LED-Leiste. Nun beginne ich mit der Aufnahme. Der Schiebeschalter am Kassetteninterface wird nach links geschoben. Den Rekorder in Stellung Aufnahmen etwas vorlaufen lassen. Die Taste CAS Kassette speichern drücken. Es wird das entsprechende Symbol, ein Eimer wird ausgeschüttet, erscheinen. Nach einiger Zeit wird die Übertragung beginnen und es dauert in meinem Fall ungefähr 7 Minuten, da immer der ganze Speicherbereich 256 Bytes übertragen wird. Die LED auf der linken Seite beginnt bei der Übertragung zu flackern.
Nach Ende der Aufnahme erscheint dann das Stoppzeichen. Der Schiebeschalter kann wieder auf rechts geschaltet werden und man kann dann mit dem Computer weiterarbeiten. Nun will ich das Programm wieder zurückladen und meine Anordnung, die bleibt die gleiche. Nach dem Wiedereinschalten des CB1 drücke ich dann die CAL-Kassette-Laden-Taste. Nun muss ich einige Zeit warten und dann sollte die linke LED einen Ladevorgang anzeigen. Es passiert aber nichts und nach über 7 Minuten zeigt mein Computer auch kein Stoppzeichen an. Irgendwas scheint ja hier nicht zu stimmen. Ich werde nun mal diesen Versuch mit dem Kassetteninterface hier abbrechen und nach der Lösung des Problems suchen. Ich kann mich erinnern, gelesen zu haben, dass die Übertragungskabel, besonders die aus dem Ausland, nicht immer funktionieren. Da habe ich nach einem Kabel gesucht, wie es wohl in den 80er Jahren gebraucht wurde, mit zwei Mono-Klinkenstecker und einem fünfpoligen Diodenkabel, wie wir es damals nannten. Leider habe ich da direkt nichts gefunden, aber die Firma Tombaso.de von Thomas Baumert konnte und wollte mir da helfen. Auf meine Anfrage hat man mir nach meinen Wünschen ein Kabel gebaut und auch schnell geliefert. Und mit diesem Kabel sollte es funktionieren. Die Firma Tombaso kann ich daher sehr empfehlen. Nun habe ich das System wieder zusammengesteckt und mein LED-Laufprogramm eingegeben. Nach einem kleinen Test wird dann auf die gewohnte Art abgespeichert. Ich hatte während der Aufnahme eine mitflackernde LED und auch nach 7 Minuten das Stoppzeichen auf dem Display. Da scheint alles gut gegangen zu sein. Nun kommt aber der große Test, der bisher noch nicht funktioniert hat. Ich habe mein CP1 ausgeschaltet, sodass das alte Programm nicht mehr im Speicher ist. Dann spule ich meine Kassette zurück und drücke auf die CAL-Taste. Beim Empfang der überspielten Daten leuchtet dann auch die LED auf und zeigt mir an, dass die Daten übertragen werden. Das sieht gut aus und wirklich gibt es nach 7 Minuten auch hier das Stoppzeichen auf dem Display. Ich überprüfe nun mit 001 out die Eingaben des vorherigen Programms und es sind alle Daten da und auch ohne Fehler. Daher starte ich mit 001. PC und RAN, das überspielte Programm und meine LED-Reihe, die zeigt dann ein Lauflicht. Es ist also alles okay und mein Kassetteninterface funktioniert. Das Modul CB4 ist das Relay-Interface,
das 8 Relaisbausteine enthält, mit denen man bis zu 24 Volt Gleich- oder Wechselspannung bis 1 Ampere schalten kann. Von außen sieht man dem Modul seine Leistung nicht an. Aber die Besetzung der Ports, die hat sich etwas geändert. So hat das Relaismodul auf seiner Ausgangsseite eine Kontaktfolge, bei der die Relaiskontakte paarweise herausgeführt sind. Nun kommen wieder die beiden Ansichten aus dem Innern. Auf der oberen Seite ist außer den Lötpunkten und Leiterbahn nichts weiteres zu sehen. Die untere Seite zeigt nun die Bauteile und damit auch die Relais, die wohl in der Zeit in verschiedenen Ausführungen eingebaut wurden. In meinem Modul sind die Relais nun grasgrün gefärbt. Das Relaismodul kann direkt an das Grundgerät oder an die Speichererweiterung angebaut werden. Ich habe für meinen Aufbau das Grundgerät gewählt. Der Anschluss sollte recht einfach sein, da das Modul falsch herum nicht passt. Es werden die 21 Kontaktbügel wie gezeigt angeschraubt. Auch da auf gute Kontakte achten, da es hin und wieder Probleme damit gibt. Nach dem Aufbau sollte es nun zum ersten Test gehen. Beim Einschalten des CP1 wird automatisch eine logische 1 an die Ausgänge des Ports 1 gelegt und die Relais sollten sich einschalten. Das kann man mit einem Ton mithören. Nun gibt es bei meiner Aufnahme ein kleines Problem. Bei mir hört man den Einschaltton des Netzschalters mit. Ich habe daher mal die Audiospur etwas weiter ausgezogen. Da sieht man dann recht gut die beiden Töne, die hintereinander folgen. Nach dieser ersten erfolgreichen Hörprobe ist es klar, dass die Relais anspringen. Nun habe ich noch ein zweites Hörprogramm eingegeben. In diesem Programm werden sich die 8 Relais nacheinander im Halbsekundentakt einschalten und danach alle gleichzeitig wieder abfallen. Bei dem etwas lauteren Ton werden alle Relais ausgeschaltet. Und danach kann man wieder von 1 bis 8 zählen. Auch dieses Programm funktioniert, also ist alles in Ordnung. Fast am Ende des Videos wird es noch einmal mörderisch spannend. Ich erzähle euch mal die Geschichte vom toten Mann in der Lokomotive. Der Lokführer ist der wichtigste Mann in einem Zug. Und da kann ja auch mal ein Unglück passieren. So zum Beispiel früher mal ein Überfall. Oder ein Herzinfarkt oder auch etwas ganz anderes. Um die Bahnreisenden aber vor solchen Zwischenfällen zu schützen, hat man das System des toten Mannes entwickelt.
Auf ein Klingelzeichen muss der Lokführer innerhalb einer bestimmten Zeit antworten. Passiert das, läuft der Zug weiter. Sollte die Antwort aber zu lange dauern oder gar nicht erfolgen, wird abgebremst. Dann bleibt der Zug stehen. Ein zweiter Fall. Der Zugführer wird ohnmächtig und fällt auf den Klingelknopf. Es gibt ein Dauerklingeln. Auch da wird nach einiger Zeit der Motor der Lokomotive abgebremst und die Passagiere sind gerettet. Zum Aufbau dieser Simulation habe ich mal aus meiner Elektronikkiste ein paar Bauteile zusammengesucht, mit denen ich diese Situationen nachstellen kann. Als Klingel funktioniert ein Buzzer und als Motor wird ein kleiner DC-Motor eingesetzt. Nun kommt noch die Stromversorgung, ein Steckbrett und ein paar Kabel. Der benötigte Taster wird mit einer Masseschiene und einem Kontaktbügel an der Relaiserweiterung angebaut. Es fehlt noch die Liste, die ich mal wieder eingeben muss. Abspeichern kann ich schlecht, da das Kassettenmodul nicht so einfach angehängt werden kann. Nach der Eingabe des Programms baue ich meine Simulation auf und schließe die Kontakte an das Relaismodul an. Ich habe die Stromversorgung für Buzzer und Motor über den 5-Volt-Anschluss auf dem Steckbrett ausgeführt. Nun starte ich bei meinem Basisgerät das Todemann-Programm mit 001 PC ran. Es ertönt ein Klingelzeichen, das ich sofort quittieren muss. Lasse ich mir zu lange Zeit zum Schalter drücken, wird sich nach ein paar Sekunden das Relais abschalten und der Motor bleibt stehen. Nun starte ich noch einmal mit 001 PC ran das Programm, drücke aber die ganze Zeit auf den Schalter. Auch das funktioniert wie es soll und nach ein paar Sekunden bleibt auch hier der Motor stehen. Auch dieses Simulationsexperiment hat funktioniert und damit habe ich alle Module durchgearbeitet. Das Cosmos Kompaktpraktikum CB1 und seine 4 Module bilden einen guten und vernünftigen Grundstock, um sich in die Programmierung eines Computers einzuarbeiten. Leider lernt man da keinen Z80 oder zum Beispiel einen 6502 zu programmieren, aber die Methoden sind ja ähnlich. In den beiliegenden Heften und Arbeitsblättern sind noch sehr viele interessante Projekte vorhanden. Für mich bedeutet das, dass ich sicher noch weiter mit dem CP1 und seinen Modulen arbeiten werde. Und falls es die Umstände erlauben, hierzu auch noch weitere Videos online stelle. Ich hoffe, dann sind Sie auch wieder dabei. Dank sagen möchte ich F. Wendel und A. Knobloch für die Bereitstellung des CB1-Systems mit den Modulen und weiterem Zubehör. Danke auch an die Firma Tombaso.de, die mir auf meinen Vorschlag und Wunsch ein entsprechendes, funktionierendes Überspielkabel fabriziert und geliefert hat. Wenn Sie Fragen zu einem Retro-Kabel haben,
fragen Sie einmal bei Trombaso.de nach. Und noch einmal einen speziellen Dank an F. Wendel für die schöne Kokopelli-Figur, sozusagen das Maskottchen in diesem Video. Hier will ich nun auch Danke sagen, dass Sie es so lange ausgehalten haben. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, abonnieren Sie doch den Kanal, falls noch nicht geschehen, und geben dem Video einen Daumen hoch. Ich sage damit Tschüss und Salü aus dem Saarland.